Du hast eine Haftbombe auf deinen Wagen. Du hast die Büchse der Pandora geöffnet, Dena. Du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Du hast übrigens eine Haftbombe auf dein eigenes Auto getan. Ja, ich weiß. Du denkst, ich habe auch nur einen. Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hast, sprengst du einfach uns beide in die Luft. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss niesen, Alter. Natürlich! Wow! Joa! Ich dachte mal Spaß! Ich bin mal einen Hummel gefahren! Willkommen, meine Video! Gestern eine neue Folge GTA Online. Letzten Tage kam ja nichts, weil ich wusste auch nicht, mit wem ich spielen soll. Weil Kev und Brock und Sans hatten keine Zeit. Und deswegen habe ich euch. Oh, der mag mich auch nicht. Alle laufen weg von mir. Ja, und jetzt. Nur die beiden, die folgen mir die ganze Zeit. Und jetzt dachte ich mir, ja, hier ist ja so ein Haus. Dann. Oh. Ich muss. Die Polizei fandet nach mir. Wo klingel ich denn jetzt, wenn die Polizei nach mir fandet? Das ist jetzt dann komme ich einfach raus, ja? Und ich sag mal, okay. Hallo, liebe Zuschauer, ich bin Herr Bergmann und ja, ich spiele mit Dena GTA 5 und es wird ganz fantastisch. Das wird richtig toll. Ja, eigentlich dachten wir, du musst schnell rauskommen. Oh ja. Hier, die Polizei ist bei mir auch gerade im Hintergrund, ey. Wo? Bist du schon, siehst du mich? Ich komme jetzt rausgefahren, was ey. Für ein ist Auto kein hast Problem. Du? Oh ja, lass mich einsteigen. Steig ein, Bro. Steig ein, los, komm schon, du musst mich retten. Ja, steig ein. Gefahr, ich bin fast weg tot. Weg jetzt. Geradeaus, geradeaus. Ja, ja. Muss Tasche sogar. Ja, meine lieben Jungs. Das ist Herr Bergmann. Und der hat auch einen YouTube-Kanal. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Und der spielt nämlich auch GTA auf der Xbox. Guck mal. Ich habe mir direkt die fetteste Karriere besorgt. Und Kenner wissen, dass es aus einer Singleplayer-Mission von GTA 5 ist. Und, Dena, erkennst du den Wagen noch aus einem anderen kulturellen Kulturgut? James Bond? Ja. Aha. Oha. Natürlich. Das ist sehr geil. Siehst du sogar vorne die Maschinengewehre? Ja, eben, ich dachte, was ist das denn? Ah, ja. Kannst du die benutzen? Nee, kann man nicht. Oh, schade. Wäre aber geil gewesen, oder? Ja, oder wahrscheinlich ist es eine Film. Ist es aus einem. Hier in GTA 5 aus Filmmäßigen? Genau, aus so einer Filmrequisite. Und also, du bist ja, hast noch nicht so weit gespielt. Ich spoilere dich jetzt trotzdem. Du wirst diesen Wagen dann auch fahren können. Und dann kannst du nämlich auch schießen und alles. Oha. Das wird also richtig cool. Ist eine richtig coole Mission, auf jeden Fall. Hast du mich gespoilert? Ich bin erst. Ja. Ich bin aber auch schon bei so einem Film, aber da glaubt man so einen anderen, so einen ganz alten, so. Also noch älter als den, aber so ja, cool. Ja. Ja, für diesen Typen musst du doch die ganzen Wagen klauen, ja, oder? Ja, ja, ja. Genau. Und für den musst du auch später diesen Wagen klauen. Das Besondere ist natürlich jetzt mit Herrn Bergmann. Erstmal bitte, bitte fahren Sie zu Ammunition. Ja, ich muss mal ganz kurz mal die Polizei loswerden. Okay. Denn, fahr fort, du wolltest ja gerade ein wenig schwärmen von meinen gewaltigen Skills hier in GTA 5. Herr Bergmann ist der Übershit in GTA. Herr Bergmann, meine lieben Jungs, Herr Bergmann hat einfach Geld und ich nicht. Ja. Und Herr Bergmann auch schon ein paar Levels. Auch nicht so überkrass, aber auch schon 20 oder so, ne? Das Ding ist, ich habe halt geerbt hier bei GTA 5. Meine Großeltern sind gestorben und haben mir ein Heidengeld hinterlassen. Und dementsprechend können wir halt hier mal ordentlich auf den Putz hauen. Ich würde sagen, du markierst mal kurz auf der Karte hier Ammunition. Ammunition! Ich kenne den Ammunition, dann machst du so einen Werbespot, dass du in dem alten GTA einfach immer Ammunition! War das GTA 3? Ich weiß es nicht mehr. Links! Noch nicht! Ja, du kannst einfach draufklicken, mein Junge. Ja, aber ich mach's lieber so. Links! Ah, okay, alles klar. Du fährst ohne die Straße zu berühren. Ich hab blind, ey. Ist kein Volumen für mich. Ammunition! Ja, jetzt haben wir also richtig, richtig auf Putz. Du bist in real auch schwarz, hautfarbentechnisch, ja? Ja, ja, genau. Also genau, nicht Seele, sondern Hauptfarbe, meine ich jetzt. Ja, ja, das sieht man auch auf der Facecam, die ist halt nur stark überbelichtet. Deswegen sieht das nicht aus, wie es ich würde sagen, nachdem wir jetzt ein paar Waffen holen, machen wir nochmal vielleicht ganz kurz im Stripclub. Warst du da schon? Soll ich dich mal rumführen bei den Girls? Der Stripclub gehört mir nämlich auch. Gehört sie auch? Ja, okay. Ja, klar. Okay, finde ich gut. So, ich hoffe, also erstmal Minen. Das Coole bei GTA 5 sind eigentlich die Minen. Und dann nämlich zu anderen Leuten hinzufahren und dann aus dem Auto die Minen rauszuwerfen und die Leute nämlich, da habe ich schon so viel Kohle mit verloren, denn jedes Mal, wenn du das Auto von jemand anderem kaputt machst, musst du nämlich die Kosten für die Reparatur bezahlen. Ja, das ist mir auch einmal da. Woher habe ich einen mit dem Jet gejagt? Du musst übrigens alles kaufen. Ich kann mir hier nichts kaufen. Ja, ja. Ich kaufe einfach mal alles, was geht. Was? Da kam ein anderer Spieler reingelaufen, der hat mich richtig überrascht. Okay. Also, pass auf, die können auf uns schießen, ne? Die Halunken. Oh oh. Hier, Ammunition hat geschossen. Ja, ja, okay, wir sollten rausziehen. Oder wir sollten vielleicht nicht raus, weil der Typ ausrastet. Pass auf, wir gucken mal kurz, ob wir ihn kriegen. Hast du jetzt Waffen für mich? Oh, ich knall einfach mal kurz ab. Ja, warte. Du musst mir jetzt. Wir hauen mal ganz kurz ab, weil der Typ spawnt hier gleich wieder. Und nicht, dass der uns jetzt hier gleich alles wieder wegnimmt. Okay. Da hinten kommt er nämlich schon wieder angefahren. Nein. Hast du überhaupt irgendeine Waffe? Ja, wir machen das einfach anders. Pass auf, wir machen einfach so. Hier, zack, Alter. Nein, scheiße. Das war doof. Nicht dahin fahren! Okay, alles gut. Mach weg! Ups, ja.
wollte ich jetzt gerade sagen. Genau, wie kann ich die Waffen denn droppen? Weißt du das? Der muss sich irgendwo hinstellen und dann, und dann macht man das so. Und dann macht man das so. Okay. Ja. Wirklich, ohne Spaß, das habe ich mal gesehen. Aber vielleicht. Das steht da extra. Ich glaube, in der ersten Mission lernt man das sogar. Fahr mal irgendwo hin. Ich lese doch keine Bildschirmtexte, Mann. Was ist los? Ja. Fahr irgendwo in eine Seitenstraße. Ja, ja. Moment. Ich brauche Waffen, Alter. Ja. Also, links. Wollen wir gerne noch einen Laden ausrauben oder was? Ja, aber erstmal brauche ich Waffen. Ja, 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 ja. Hast du keine Kohle oder was? Was musst du? Hast keinen reichen Großeltern oder was? Nee. Manche Leute geht ja am Geld, manche nicht. Ja. Dann häng dich an die ran mit Geld, ey. Ist ein Tipp fürs Leben, Dena. So. Eigentlich, wenn ich in der Nähe bin, kommt dann so, ich glaube mit B oder so. Nee, warte, mach nichts mit B. Ja, genau. Nicht. Nein, ich mach doch gar nichts. Alles gut, alles gut. Ich wollte das nur ausprobieren. Warte, nee, das ist auch falsch, warte. Also ich guck einfach mal, ich teste einfach mal, zack. Das geht auch nicht. Vielleicht. Du kannst anderen Spieler... Nee, das macht ja auch nichts. Ich drück mal, das geht auch nicht. Wenn du auf Inventar gehst. Ja, ich mach mal. Aktion. Ich habe 17 Kippen, keine Ahnung warum. Nee, da kann ich auch nichts machen. Du, ich weiß, dass du recht hast, so ist es ja nicht. Irgendwie ja, man kann das auf jeden Fall machen. Kannst du die Waffe auswählen und, und Select irgendwie mit Select lange drücken? Da, ich hab was weggeworfen, da liegt sie. Ich hab was weggeworfen. Ich hab einfach alles weg hier, zack, Alter, kein Problem. Das ist aber nur Munition, sehe ich gerade. Ich habe nur 16 Munition bekommen, aber ich... Vorsicht, da kommt jemand! Vorsicht! Oh, nein! Nein! Ich hab ihn gekillt. Hast du ihn? Ja. Also hast du doch eine Waffe gehabt? Ja. Mit B Munition ablegen und mit Y Waffe ablegen. Also der Vorsicht, die sind ganz viele jetzt sauer auf uns. Ich weiß nicht warum. Ja, okay, dann weg. Ich bin schon tot. Fahr du weg, ich sag dir, wo ich bin. Wir haben so einen Bandenkrieg angezettelt irgendwie. Die rasten ja völlig aus. Bei mir läuft alles... nicht so bei uns. Ja, nur wart mal ab, da bist du doch wieder, okay. Ja. Pass schnell. Die Waffe hast du auf jeden Fall auch gekriegt. Das hat geklappt. Ja, ich habe jetzt sogar zwei Waffen, aber eine hat keine Munition. Hier hin! Warte. Ich gebe dir jetzt erstmal kurz die ganzen Munition hier, dann müssen wir noch einmal kurz und so. Du musst Waffen mit Y. Ja, ja, hier, du hast doch alles. Alles gut. Mach mich nicht nervös. Ich mach die Shotgun hier. Ja, warte mal, jetzt will er gerade ins Auto einsteigen hier. So, zack, auch weggeworfen. Alles hast du. Okay, warte, hier, zack. Wo liegen die denn? Nimm sie doch, nimm sie, komm. Nimm alles, komm. Nimm mir alles weg, ist in Ordnung. Nimm alles, was ich habe. Ist in Ordnung. Hier, komm, kriegst du noch einen Benzinkanister. Ah, da müssten wir. Da kommt schon wieder einer, da kommt schon wieder einer, schieß doch! Oh ja! Wohin? Da muss ich direkt. Da ist ein Helikopter, oder? Nee, da ist ein Bike. Schieß auf ihn. Der will schießen! Wo denn? Wer? Nee, oh Gott! Ich fahr ihn um! Das ist Olli Schulz, Mann! Lass rangeln! Lass rangeln! Nee, Olli Spatz. Nein! Fahr rückwärts weg! Fahr rückwärts weg! Ich versuche ihn jetzt zu töten! Das gibt's doch nicht! Das ist übrigens ein Freund von mir eigentlich. Der ist in meiner Gang, in meiner Crew, aber du bist mir jetzt wichtiger gerade. Ich weiß es nicht. Hier ist Kiwi auch, okay. Der ist auch lass sauer. Lass doch kurz Ammunition, weil jetzt müsste sich Bergmann nochmal kurz ein... Herr Bergmann. Oh. Herr Bergmann. Ja, ich rede so gerne wie der Wendler. Michael Wendler ist ein großes Vorbild von mir. Und ich rede so gerne in dritter Person. Okay. Ja. Dieser Kiwi 1204 hat jetzt Olli Spatz erlegt, obwohl die beide in meiner Gang sind. In meiner Gang geht's nicht gut so. Keine gute Gangkultur. Ich fahr grad Fahrrad. Aber okay, die Waffen hast du jetzt schon mal alle. Das ist doch schon mal die halbe Miete, ey. Also wie gesagt, den Haftbomben kann ich nur empfehlen, ey. Die aus dem Fenster. Haftbomben, mega gut. Der Hammer. Hier steht auch ein extrem geiles Auto. Komm mal rüber. Bist du noch irgendwie nett? Oh, da ist eine Gang sauer auf mich. Ich pick ab. Hier. Paluten würde sich freuen. Ist ein kleiner Smart hier. Egal. Ja, Paluten wurde mir ganz häufig vorgeschlagen. Vielleicht soll ich mal mit dem Spiel. Soll ich mal mit dem Spiel noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Sag da mal, ob ich das machen soll. Oder ob das ganz böse... Oh nein! Nicht mich umfahren, Olli... Olli Spatz, bitte fahr mich nicht um. Olli ich hab ja kurz Hoffnung gehabt, das für Olli Schulz, ey, ne? Deswegen hab ich auch die ganze Zeit... Ich auch. Warte mal. Gewesen. Ey, warum fährt er weg? Nee, warte mal. Ach, ich kann was richtig Böses machen. So. Oh. Nein! Was ist denn los da bei dir? Ah, nee, jetzt bin ich hier. Upsa. Da lässt man dich einmal alleine, bist schon wieder tot, ne? Hier, guck Olli mal. Olli Spatz! Ey, das gibt's doch nicht. Olli Spatz! Scheiße, hoffentlich sind meine Waffen nicht weg. Nein, die kriegst du immer wieder. Alles gut. Ja, so. Aber ich habe richtig wenig Munition jetzt nur noch. Olli, das ist doch genau das, was wir hier alle feiern. So, jetzt mache ich das da dran. Ich habe nur noch 60 Schuss. Ich zurück und jetzt sage ich Tschüss, Olli. Sag, nein! Oh, Olli hat geschickt. Das gibt's nicht. Sein Wagen ist kaputt. Egal, haftlich muss ich zahlen. Kein Ding für mich. Er hat mich getötet. Das gibt's doch nicht. Olli. Aber ich habe ihn auch noch gekriegt. Nee, ich habe ihn nicht gekriegt. Das gibt's doch nicht.
Vor allem, ich habe gar keine Munition mehr bei meinen Waffen. Ja, die kannst du dir jetzt kaufen, oder nicht? Ich guck mal. Ich glaube nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Jetzt schnurrst du dich von mir durch, ey. Ich finde das echt nicht in Ordnung. Hier ist mein Fahrrad. Ich hätte nicht mit dem Fahrrad fahren dürfen. Das war eine blöde Idee. Ich habe aber auch alles verloren jetzt. Ne, siehst du? Zumindest habe ich keine Pistole das mehr. Das geht nämlich ziemlich schnell. Okay, Waffen. Kannst du Option kaufen? Nein. Kannst du nicht? Kann ich okay, nicht. Okay, das heißt, was brauchst du für Munition? Boah, ich brauche Munition für MP. Kann ich, glaube ich, hier drin... Scharfschütze, Pump-Action-Shotgun und Pistole. Ja, dann komm mal... Gefechtspistole. Ja, dein komischer Kumpel wartet schon wieder hier draußen. Scheiße! Da sollen wir jetzt keinen Scheiß machen hier. Wo ist er? Ach da. Oh, scheiße, killt ihn. Killen! So, da liegt was für dich, mein Freund. Oh, ich hab ihn gekillt. Sammel mal ein bisschen was ein hier. Oh, was war das? Das ist alles Mögliche. Sieht aus wie Geld. Nee, das ist Munition. Ah. Ich werde gleich gekillt, ne? Ich habe 2 Sterne. Ja, okay. Nein, du musst erstmal reichen jetzt. Okay. Ich will dich auch nicht. Scheiße, da kommt einer. Was hast du ihn? Nein, noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Ja, sauber. Schnell, wir müssen abhauen. Ja, ich will natürlich meinen Wagen hier nicht alleine lassen. Okay. Deswegen schlüpf rein lieber. Okay. Da kommt schon wieder irgendein. Nee, ist gut. Andere Seite. Yo, das ist sehr nett von dir. Das gibt's doch. Seit wann ist das denn möglich? Nein! Nicht! Wir können das alles regeln. Du darfst mitfahren. Ja? Ja. Ja. Keiner klaut meinen Wagen, du Alter. Du hast die Büchse der Pandora geöffnet, Dena. Hä? Du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Du hast übrigens eine Haftbombe auf dein eigenes Auto getan. Ja, ich weiß. Du denkst, ich hab auch nur einen. Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hast, sprengst du einfach uns beide in die Luft. Hab ich das richtig verstanden? Ich muss niesen, Alter. Wow! Ja! Du machst Spaß! Ich bin mal Hummel gefahren. Hummel gefahren. Das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Dena, Mann. Das war mega episch. Zahlst die Vollkasko, das sag ich dir, ey. Ich weh, du bist nicht versichert. Ich hab gar kein Geld. Oh, das war so witzig, das war richtig gut. Wieso hab ich denn noch einen Stern? Hilf mir mal hier, komm mal rechts. Hast du überlebt? Ja, nee, ich bin tot, aber hier schießen gerade 1000 Leute auf mich. Keine Ahnung, Mann, ich bin hier unter der Brücke. Ja, aber ich wohne. Ja, das sind wieder die richtigen Freunde hier. Weißt du, meine ganze Position annehmen, aber... Hallo, du hast mich in die Luft gesprengt. Ja, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich komme ja zu dir, aber ich bin, glaube ich, unter der Brücke gespawnt und du über der Brücke. Ja. Weil das Spiel wollte auch so ein bisschen die reellen Verhältnisse halt abbilden, weil du auch so reich bist und nicht so arm. Oh, was so. Unterschied meinst du? Ich biete mir hier gerade die spannendste und epischste Schießerei mit dem Polizisten überhaupt. Ich komm ja schon. Aber da kommt mein Kollege schon wieder an. Also mein Kollege, der auf mich schießt und auf dich schießt. Aber mein Kollege eigentlich. Jetzt kommt er rückwärts angefahren! Olli Spatz. Bin an ihm vorbeigefahren. Oh, da bist du irgendwo, ne? Ja. Wieso habe ich jetzt 2 Sterne bekommen? Ich bin hinter den Säulen. Ohne dass ich irgendwas gemacht habe, habe ich 2 Sterne bekommen. Nimm mich jetzt mal mit. Ich steige jetzt mal die ein und dann. Ja, warte. So. Ist das deine Karre oder was? Nee, der habe ich gefunden. Hast du gefunden, sehr gut. So, warte, mach ich noch Haftbombe hin, Alter. Sterben. Ich bin fast tot. Weg. Sackgasse! Das ist natürlich. Nee, wir kommen hier noch. Was ist keine Sackgasse? Ich bin tot! Du bist tot? Ja! Jetzt liege ich hier bei einer Leiche im Auto, dann schubst doch die Leiche raus! Mann, schubst doch die Leiche raus! Ich glaube, wenn du einmal Y drückst, dann kommst du dahin dann. Ja. Aber du kannst mich abholen. Ja. Ja, warte, okay, alles klar. Ich sehe hier auch viele Leute. Oh, jetzt komm. Ich hol dich! Okay. War das richtig? Ich glaube schon. Ja, ich sehe dich da, du bist ja über mir. Ich versuche hier gerade irgendwie. Ja, ich sehe dich, Mr. Mustache, ja. Da. So, okay. Ich bin, glaube ich, nur völlig falsch hier. Boah. Egal, kriegen wir hin. Kein Problem. Ich komme jetzt hier durch, ey. Ja. Oh, jetzt hier die Treppe runter, dann haben wir es. Oh, da! Ja, ich komme! Ja, guck mal, kein Ding für dich. Steig ein, Bro. Kein Ding für den King. Sehr schön, Mr. Ich ziehe, glaube ich, schon die Wasser rausgerissen, damit du es leichter hast. Ja, dankeschön. Läuft bei uns. Okay. Lass uns irgendeinen Laden ausrauben. Mit 3 Sternen oder was? Ja! Ja. Bitte! Bombe. YOLO-Mode oder was? Den nächsten, den wir finden, okay? Oh, vorsichtig. Kein Problem. Finden wir einen? Ich weiß nicht, du bist doch Navigator. Wenn du die Karte öffnest, kannst du einen anzeigen. Okay. Ich folge dir blind. Ich mache dir. Übrigens folgt uns schon wieder jemand. Links! Jawohl. Genau, geradeaus fahren. Telepathie, habe ich erkannt.
der Typ da hinten macht mich nervös, ey, der uns an der Mann verfolgt. Ja, das ist nicht so nett von dem, ne? Hier ist keine ich habe einen Laden gefunden. Sehr gut. Okay. Mal 3 Kilometer, das läuft. Schneller fahren. Versuche es. Oh, das ist schon traurig mit so viel, mit den ganzen Polizisten und so, ne? Wir können ja noch Bonnie und Clyde machen. Ja, oh nein, wieso fährst du denn so? Du musst hier rechts hoch. Ja, ist alles gut. Ach, Quatsch, Mann. Doch? Ja, hallo. Ich kann ja auch hier rechts hoch, Mann. Ja, dann ja, ach, aber warum fährst du denn? Ja, es hat gerade derbe geleckt, leider. Ja. Ich dachte, du bist der Überking. Ja, bin ich auch. Ja, das ist Kiwi. Der darf das. Der ist ein guter Junge. Stopp, ich steig aus. Wieso? Steigst du für ihn mit, ne? Ich wollte das Auto haben. Achso, okay. Ja, das hat er gut geklappt. Au! Hey! Mensch, Kiwi! Oh, nein! Entschuldigung. Jetzt kannst du! Nein, das war keine Absicht. Ja, ja. Oh Gott, ich hab 3 da Sterne kommt, und jetzt kommt doch rein, jetzt geh doch nicht zu den Leuten da. Stör doch nicht die Leute. Scheiße! Ich bin voll am Arsch. Fahr schon mal. Spring über die scheiß Dingens da, jetzt komm hier runter. Okay, ich komme. Oh Gott, ich bin hier. Nicht mit dir umfahren. Okay. Fahr! Ja, fahr. Lass mich total nervös, jetzt kommt das Scheiße. Nein! Fahr rechts hoch! Nein! Oh! Ah, dieser blöde Typ hier, das gibt's doch nicht. Schieß doch mal, du hast doch eine Waffe. Okay. Drück doch ein paar Knöpfe, das gibt's doch nicht. Du bist echt Gangster hier. Warte. Einfach alles raus, was geht. Okay. So, weißt du was? Boom. Hier, zack, Alter. Jawohl. Das hat auch nicht so richtig gut geklappt. Und dann hier nochmal. Ich hab da auch diese Haftbomben, ne? Da nochmal. Jetzt Vorsicht, drehen. Dich jetzt explodieren lassen. Oh. Okay, alles klar. Und jetzt 3, 2, 1. Boom! Oh, jetzt rennt noch ein Wagen. Okay, pass auf, jetzt fahr ich einfach weg. Ey, dieser Typ hier, der stört einfach nur. Nicht zünden! Warte mal. So, das passt. Okay, jetzt fahr. Jetzt durch da. Ja, Bergmann. Sehr schön. Ja, das ist kein Problem für mich, ey. Kein Ding, okay? Wir haben 4 Sterne. Live. Das passt. Und wir wurden die fast los. Die haben hier, guck mal, jetzt werden sie aber langsam ein bisschen giftig hier. Ja, aber wir können auch ganz gut durch. Links. Wie nennt man das nochmal? Rechts hoch. Ich meine, weil unsere Reifen sind hier halb zerplatzt. Oh, scheiße. Weil wir müssen irgendwie die loswerden, oder nicht? Geradeaus! Okay. Jo. Ich glaube, das hilft gar nichts. Nee, ich glaube, wir versuchen es. Nee, ach, guck mal. Doch, wir werden gerade nicht gesucht. Wir werden gerade rechts hoch. Nein, zu spät. Aber okay, fahr trotzdem hier rechts hoch so. Mal sehen, ob wir uns folgen. Jeder, der uns folgt, wird abgeschossen. Ich werde einfach nochmal TNT. Gucken, was passiert. Oh. Nein, nicht hier. Okay, das Spiel. Vorsicht, da ist über uns so ein Heli. Alles gut. Das kriegen wir hin. Okay, ja, wenn du meinst. Ja. Ich glaube, wir werden sterben, leider. Nein, wir werden nicht sterben. Lass uns einfach versuchen, den Laden auszurauben, okay? Aber mit 4 Sternen, das ist erfolgsorientiert. Ah! Ja, wenigstens versuchen. Ja. So, pass auf. Jetzt läuft's. Kostet noch eine Rückwärts. Oh, 2 Helis. Eine Tankstelle. Okay, da sollten wir jetzt aber nicht reinrasen. Doch! Genau das sollten wir tun. Ja, pass auf, du gehst jetzt rein, ich klaue so lange den anderen Wagen hier. Okay. Raus, Davos! Los! Raus! Schießen! Mach! Wo ist der scheiß Helikopter? Ich werd ganz schön nervös, wenn du nicht schneller machst. Los, go! Ich bin tot, aber ich bin gleich wieder da, keine Panik. Okay, scheiße, ich bin auch jeden Moment tot. Oh, jetzt gib mir das Geld wenigstens. Dann bleib so lange im Laden wie möglich. Ich hab das Geld. Oh, Mission gekoppelt. Ich hab das Geld. Haha. Ich hab das Geld. Oh. Bleib im Laden. Ich bin gleich da. Okay. Wenn ich jetzt sage, springst du raus. Okay. Und steigst in den Wagen ein, mit dem ich da stehe, ja? Also erst, wenn ich da vor dem Wagen stehe. Oh ja. So, warte. Oh! Bist tot? Ja, aus Versehen. Also jetzt, ja, okay, alles klar. Während ich versuchte, den Wagen zu klauen, schoss mir der SWAT-Mensch mit der Schrottflinte ins Gesicht. Ach Gott. Das ist so ein trauriges, sentimentales Ende für diese Folge, liebe Jungs. Ich hoffe, in der nächsten Folge mit Herr Bergmann werden wir schönere Seiten des Lebens in GTA 5 erleben. Das war's von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall bei Herrn Bergmann vorbei. Der macht tolle Let's Plays mit Facecam. Und der hat eine runde Facecam. Das wollt ihr gucken. Revolutionär. Das ist toll. Und der hat ganz viel Geld auch. Ich weiß auch nicht woher. Ja, hab ich doch gesagt. Großeltern geerbt. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.